wie ist es, Depressionen zu haben und was passiert dabei im Kopf? All die Fragen beantworte ich euch heute im Video und ich würde mal sagen, los geht's. Frage 1. Sind Depressionen ständig oder treten sie in häufigen Abständen auf? Also das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also bei mir ist es so, dass in letzter Zeit häufiger Depressionen auftreten bei mir. Ihr fragt euch bestimmt, was da im Kopf bei mir dann passiert. Also ich bin erst fröhlich und von der einen Sekunde auf der anderen bin ich auf einmal total emotional. Ich könnte dann losheulen, denke über das Leben nach. Ich denke dann auch, das macht alles keinen Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Und denke ich mit dabei. Ich merke das dann auch richtig. Also mein Kopf wird dabei auch schwerer. Und ich bin dann auch antriebslos. Und habe keinen Bock mehr auf alles. Würde am liebsten ins Bett. Und weinen. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich bin dann halt, wie gesagt, total emotional. Und ich merke das auch dann. Also ein Stoffwechselmangel ist das dann wahrscheinlich. Ich merke das, wie gesagt, dann auch im Kopf. Und das passiert dann von einer Sekunde auf der nächsten. Das kann verschiedene Faktoren haben. Aber ich weiß noch nicht, warum bei mir. Also ich muss das mit der Psychologin klären oder mit dem Psychologe. Ich habe da heute mal angerufen. Leider ist nur der Anrufbeantworter angegangen. Aber ich rufe da morgen nochmal an. Wenn morgen keiner reingeht, rufe ich da übermorgen nochmal an. Termine können auch länger dauern, also bis man einen Termin kriegt. Aber ich hoffe, ich kriege einen schnellen Termin. Und ich finde, es ist wichtig, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Weil ich will euch aufklären. Und falls jemand von euch auch Depressionen hat, sucht euch dringend bitte Hilfe beim Psychologen oder bei der Psychologin. Oder redet mit euren Eltern drüber. Es ist nämlich sehr wichtig. Ich habe mit meiner Mutter auch drüber geredet. Und mit ein paar anderen Personen auch. Ich finde, es ist sehr wichtig. Ich hatte auch schon mal den Gedanken, dass es mir scheißegal war, am nächsten Tag wieder aufzuwachen. Habe ich meiner Mutter natürlich auch erzählt. Und ja, ich möchte unbedingt einen Psychologen, oder also allgemein einen Psychologentermin haben, um mit denen weiteres zu besprechen. Und auf jeden Fall hatte ich das auch schon auf der Arbeit. Da war ich erst fröhlich drauf und dann war ich auf einmal total emotional. Auch beim Zocken oder so, oder wo ich ein YouTube-Video drehen wollte. Das ist keine Faulheit oder so, das ist nämlich, man kann halt nichts dafür. Also das passiert von einer Sekunde auf der anderen, dass ihr Bescheid wisst. Frage 2. Welche Wahrzeichen gibt es für eine Depression? Also woran kann man eine Depression zum Beispiel erkennen? Also an Schlaflosigkeit, an Essensstörungen, dass man keinen richtigen Appetit mehr hat. Dann die Antriebslosigkeit, dass man halt morgens nicht aus dem Bett zum Beispiel hochkommt, obwohl man gern möchte. Aber es fällt einem richtig schwer aufzustehen. Dann Ängste, also man hat vor allem alles Angst, was passieren könnte. Oder man hat Angst, dass man nicht richtig wahrgenommen wird. Suizidgedanken, also man möchte sich, hat Gedanken, wie man sich zum Beispiel umbringt. Innere Leere, man spürt halt nichts mehr. Also beziehungsweise man hat halt kein Gefühl praktisch mehr. Das Selbstwertgefühl ist auch weg, kein Selbstwertgefühl mehr. Man findet sich selber zum Beispiel nicht toll oder so und findet sich total hässlich. Schuldgefühle, man gibt sich zum Beispiel selber die Schuld für alles, was passiert. Dann gibt es da auch noch gedrückte Stimmung. Also man freut sich nicht so richtig auf Sachen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo hinfährt, was eigentlich toll ist. Zum Beispiel in einem Freizeitpark oder so, aber man freut sich darauf nicht richtig wie früher. Oder man kriegt was geschenkt und da kann man sich auch nicht irgendwie richtig drüber freuen, obwohl man sich eigentlich drüber freuen sollte. Und dann noch Konzentrationsprobleme und Vergesslichkeit. Also wie ihr bei mir bestimmt auch merkt, bin ich sehr oft in letzter Zeit vergesslich. Ich mache das auch nicht mit Absicht, zum Beispiel wenn ich mich mit anderen verabrede oder so. Und ich vergesse das auf einmal, als zum Beispiel online zocken und ich vergesse das auf einmal oder irgendwas. Ich mache das nicht mit Absicht, Leute, also auch an meine Kollegen oder so, ich mache das nicht mit Absicht, sondern ich vergesse das halt in letzter Zeit ziemlich oft und das könnte davon kommen, von den Depressionen. Frage Nummer 3. Was kann man gegen Depression tun? Also ich habe unten mal eine Nummer für euch verlinkt. Wenn ihr Depression habt und mit ihr mit jemandem reden wollt, dann ruft da bitte an, also beim Psychologen, und redet mit denen drüber. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr seid wichtig. Und es gibt da draußen Personen, die euch lieben. Und deswegen, bitte tut euch selber nichts an. Das ist immer sehr wichtig. Bitte tut euch selber nichts an.
Denn wie gesagt, es gibt da draußen Personen, die euch lieben. Und redet am besten mit der Person, die euch nahesteht oder so, eure Eltern oder so. Und die werden dafür Verständnis haben. Wenn die dafür kein Verständnis haben, sind die keine richtigen Eltern. Oder redet am besten mit Freunden auch darüber und sucht euch unbedingt professionelle Hilfe. Also ruft mal einen Psychologen an. Gerne könnt ihr auch mich anschreiben, obwohl ich auch selbst Depressionen habe und so und im Moment selber damit zu kämpfen habe. Aber gerne könnt ihr mich anschreiben, dann schicke ich euch eine Nummer vom Psychologen und dann ruft da bitte an, auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. So, und jetzt erzähle ich euch noch meine Geschichte und zwar, wie das angefangen hat. Also es hat letztes Jahr angefangen, ich glaube im Januar so, und da habe ich jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag irgendwie Antriebslosigkeit gehabt. Frag mich nicht, warum das Sonntag war, aber irgendwie war das fast jeden Sonntag. Und ich habe mich nicht gut gefühlt. Und ich dachte halt, das wäre halt keine Depression oder so. Aber dann im Sommer oder so, letztes Jahr, da war es halt noch immer, da habe ich gedacht, ja komm, das ist eine leichte Depression. Vielleicht geht die ja wieder weg. So habe ich mir selbst gedacht so. Aber dieses Jahr ist das extrem stark. Dieses Jahr habe ich das fast jeden Tag. Es war sogar auf der Arbeit schon. Da war ich fröhlich, wie gesagt, und von der anderen einen Sekunde auf der anderen war ich auf einmal traurig und total emotional, hätte losweinen können. Ich weiß nicht warum. Und das habe ich in letzter Zeit ziemlich oft. Ich zum Beispiel auch beim Zocken oder beim YouTube-Video drehen oder so, dann von einer Sekunde auf der anderen bin ich auf einmal nicht mehr gut gelaunt, bin traurig, denke über das Leben nach. Und ich hatte sogar auch schon mal den Gedanken, was wäre, wenn, beziehungsweise ich hatte gedacht, es ist mir jetzt scheißegal, ob ich morgens wieder aufwache. Und ja, das ist schon ziemlich hart auf jeden Fall. Und ich weiß selber auch nicht, woher das kommt. Es kann verschiedene Faktoren haben. Die möchte ich jetzt aber hier nicht nennen, weil ich das mit der Psychologin oder mit dem Psychologe bereden möchte. Und deswegen... Auf jeden Fall ist das bei mir auch schon beim Zocken aufgetreten, beim YouTube-Machen. Da hatte ich, wie gesagt, Antriebslosigkeit, keine richtigen Ideen. Ich habe sogar schon mal einen Vlog in der Stadt gedreht und habe den auch aber nicht beendet oder so, weil ich dann auf einmal Antriebslosigkeit hatte, keine Lust. Und ich drehe, ihr wisst ja selber, ich drehe gerne Videos für YouTube. Ich mache das sehr gerne. Ich möchte euch damit Spaß bereiten und Freude. Und deswegen drehe ich sehr gerne YouTube-Videos und ich frage mich einfach, woher das kommt. Deswegen war ich halt in der Stadt und da habe ich einen Vlog gedreht und da hatte ich keine Lust mehr den und habe den so beendet und habe den nie hochgeladen, habe das Video auch gelöscht wieder. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt bald Hilfe suchen. Ich hoffe, morgen geht ihr mal ans Telefon da beim Psychologen oder bei der Psychologin. Welche Symptome ich auf jeden Fall habe: Schlafstörungen, also ich habe Probleme einzuschlafen. Öfter mal. Und dann habe ich kein Selbstbewusstsein, kein richtiges. Denn ich denke halt selber drüber nach, bin ich hübsch oder bin ich nicht hübsch. Weil ich bin jetzt schon sehr lange Single auf jeden Fall. Und er hatte in der Zwischenzeit nur eine Fernbeziehung, aber es war halt nichts. War halt eine Verarsche von der. Und aber so eine richtige Beziehung, ich gehe auch nicht in der Disco oder so. Also ich war einmal, beziehungsweise zweimal in der Disco, einmal in Berlin im Matrix mit auf der Klassenfahrt und einmal im Twister. Aber sonst war ich noch nie feiern oder so, weil ich bin irgendwie schüchtern auch. Auf jeden Fall, ich traue mich keine Frau oder so anzusprechen. Und deswegen, ja, ich habe halt kein richtiges Selbstbewusstsein. Das ist halt das Problem an mir. Dann habe ich halt auch manchmal innere Leere. Dann denke ich halt so, ist das alles real, was hier gerade passiert? Und was hat das für einen Sinn jetzt? Also es fühlt sich dann alles nicht echt an. Dann habe ich halt auch oft Konzentrationsschwierigkeiten, dass ich mich öfter mal nicht konzentrieren kann oder so. Und natürlich auch die Vergesslichkeit. Einen Interessenverlust habe ich dann auch. Und ich habe dann eine gedrückte Stimmung, dass ich halt dann nicht gut gelaunt bin. So, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch darüber aufklären, was Depressionen sind. Und es gibt halt verschiedene Depressionen. Es gibt halt die normale Depression, die mittlere Depression und die schwere Depression.
die Schwere ist am gefährlichsten halt, weil man da richtig selbstmordgefährdet ist. Ich bin halt bei der mittleren. Ich hoffe, mir wird bald geholfen auf jeden Fall. Und an alle, die Depressionen haben, ich wünsche euch viel Glück. Und schreibt bitte mich an, falls ihr Fragen habt über Instagram oder WhatsApp. Und ich, wie gesagt, ich verlinke euch mal in der Beschreibung eine Telefonnummer und da könnt ihr gerne anrufen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, euer Nico.